Ich begrüße Professor Ulrich Schmidt, Professor an der Fachhochschule in Aalen im Studiengang Mechatronik. Herr Schmidt, Sie haben ein Modell gestartet zur Anrechnung für Techniker mit Verkürzung der Studienzeit. Ja. Können Sie uns kurz den Hintergrund dieses Modells erläutern? Ja, hallo. Also wir sind angeregt durch Diskussionen aus berufsbegleitenden Studiengängen, wo wir relativ viele beruflich Qualifizierte haben, auf die Idee gekommen, macht denn ein solches Modell der Anerkennung von beruflich erworbenen Kompetenzen auch Sinn im Vollzeitstudiengang? Und nachdem wir uns hingesetzt haben und relativ aufwendig die einzelnen Lehrpläne der Schulen und von uns abgeglichen haben, kam raus, wir haben vorlesungsmäßig ein ganzes Semester, was wir einsparen können, ohne den Leuten irgendwie einen Nachteil angedeihen zu lassen. Und das zweite Semester, was wir einsparen, ist im Wesentlichen das Praxissemester, was wir an baden-württembergischen Fachhochschulen halt haben. Mhm. Das heißt, wir erkennen das Praxissemester in wesentlichen Teilen an, plus ein Vorlesungssemester in Summe. Ja. Mhm. Wenn Sie sich die Qualifikation der Studenten anschauen, sind die den Anforderungen gewachsen? Ja, wobei diese spezielle Gruppe einerseits einen Zusatzunterricht in Mathematik bekommen hat. Das heißt, die jeweiligen Schulen haben die Leute identifiziert, relativ frühzeitig, die sich mit dem Gedanken eines Studiums tragen und haben denen einen Zusatzunterricht in Mathe verpasst, was sich jetzt im ersten Semester tatsächlich als sehr vorteilhaft herausgestellt hat. Ich glaube, mit den normalen Kenntnissen eines Technikers Maschinentechnik bzw. Mechatronik hätten sich die 11 Kandidaten ein bisschen schwerer getan. Und ansonsten haben wir den Eindruck, dass diese Truppe sich sehr gut schlägt, und zwar deswegen, weil die das Studium halt ernst nehmen und von Anbeginn der Vorlesungen auch mit den Übungen versuchen, Schritt zu halten. Und so sind die durch ihr erstes Semester relativ unbeschadet durchgelaufen. Das heißt, die Motivation dieser Gruppe liegt etwas über dem Durchschnitt? Ja, deutlich über dem Durchschnitt. Wir hatten auch den Eindruck, dass tatsächlich diese Keimzelle in den jeweiligen Vorlesungen für positive Unruhe gesorgt hat. Die anderen Normalstudierenden mit Regelstudienzeit 7 Semester fühlten sich plötzlich irgendwie in Zugzwang versetzt, nach dem Motto, die Gruppe sitzt zusammen und hat die Übungsaufgaben schon, also das müssten wir auch tun. Die Ergebnisse, mein, das jetzt mit einem Durchlauf ist es zu früh zu sagen, dass der Schnitt der Noten bereits besser geworden ist. Da traue ich mich momentan einfach auf dieser dünnen Basis noch nichts zu sagen. Aber man kann festhalten, die 11 Kandidaten haben 4 Prüfungen geschrieben. Es ist niemand durch eine Prüfung durchgefallen. Der Gesamtschnitt dieser 44 Prüfungen liegt bei 2,2. Die Vergleichsgruppe liegt bei 3,7. Einschließlich einiger Durchfaller. Also von daher glauben wir, dass wir mit der Geschichte doch was Vernünftiges gemacht haben. Ja, das heißt, Sie würden dieses Modell für einen Techniker durchaus mit gutem Gewissen empfehlen. Richtig. Wenn ich Ihnen jetzt einen Wunsch gestatten würde, an der Bildungslandschaft in Deutschland etwas zu verändern, ohne dass Sie darüber groß diskutieren müssen oder dafür kämpfen müssen, was wäre das? Das wäre eine ernsthaftere und vielleicht verantwortungsbewusstere Diskussion über gerade das Reizthema DQR, Deutscher Qualifikationsrahmen. Wenn ich junge Leute in Gesprächen mir gegenüber habe, die sagen, wieso soll ich überhaupt noch Bachelor studieren, ich habe doch schon Stufe 6, dann glaube ich, dass das nicht aus eigener Überlegung kommt, sondern dass die von den Institutionen, die sie geschickt haben oder von denen sie zu uns kommen, vielleicht ein bisschen verkehrt informiert worden sind. Man könnte sich bei der Gelegenheit, wir kriegen die Diskussion dann hin und wir können die Leute durchaus überzeugen, dass sie bei uns noch mehr lernen, als sie jetzt schon können. Aber man könnte sich manche leidige Diskussion sparen, wenn da vorher klarer geredet würde. Herr Professor Schmidt, vielen Dank. Gerne.